Es gibt diesbezüglich viel Unsicherheit, zum Teil, weil es nur wenig zuverlässige Informationen gibt. Die Daten werden von den Minenbetreibern und den Düngemittelproduzenten zurückgehalten. Diese Informationen sind der Öffentlichkeit nur schwer zugänglich. Es ist also völlig unklar, wie verlässlich diese Angaben sind. Sie können sich vorstellen, wenn Sie das einmal mit Wasser vergleichen, wenn nur zwei Länder die weltweiten Süßwasserreserven kontrollieren würden, das wäre ein Problem. Wir würden uns niemals nur auf zwei Länder verlassen. Wir würden andere Quellen erschließen, lokale Quellen. Wir würden in Wasserrecycling investieren. Es wäre ein Thema in der internationalen Politik. Für Phosphor sehen wir das nicht so, aber wir sollten. Was passiert, wenn eines dieser Länder den Zugang zu Phosphatgestein blockiert? Ich denke, es ist notwendig, dass wir internationale Richtlinien und Regierungsstrategien fahren, um den Bauern den Zugang zu Phosphor zu ermöglichen. Es darf nicht nur der Industrie und den Märkten überlassen werden, über ein schwindendes Element zu entscheiden, das wir zum Leben brauchen. Wir brauchen es, um Nahrung zu erzeugen, und wir brauchen es zum Überleben. Die gute Nachricht ist, dass es möglich ist, die Krise abzuwenden. Und wir probieren eine Menge Dinge. Es gibt nicht nur eine Lösung.